So, da bin ich wieder und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ranch Simulator. In der letzten Folge haben wir die Scheune nun komplett abgeschlossen, inklusive ja, Zaunabgrenzung, beiden Koppeldingensbummens und haben auch jetzt den Futtertrog für die Hühner fertiggestellt, sodass ich kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, wenn ich die erst am Abend besuche statt vormittags und dann keine toten Tiere mehr habe, die mich dann überraschen. Gut, was ich halt noch gucken muss, ist einfach das Wasser, aber die trinken ja rein theoretisch nicht so viel. Das ist ja alles noch überschaubar bei denen. Und ich hoffe es einfach mal, dass wir genügend Holz jetzt gesammelt haben. Und dann müsste ich natürlich ja auch noch mal ein bisschen Futter einsammeln gehen, damit ich das Pferd dann auch versorgen kann und natürlich Wasser. Das A und O ist das. So, oh Gott, ich glaube, das wird jetzt eine ganz knappe Kiste werden. Wir haben bestimmt ein oder zwei Holzplanken. Ein kann es nicht sein, aber bestimmt zwei Holzplanken zu wenig. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, gut, passt. Wenn es auch wirklich 6? Ja, gut. Habe ich mich nicht verzählt. So. Dann würde ich nochmal ganz schnell bei meinen Lieblingshühnern vorbeischauen. Die Trainingskoppel haben wir im Übrigen auch abgeschlossen. Nicht, dass ich die jetzt hier außen vor lasse. So, habt ihr fleißig Liebe gemacht? Ach du großer Gott, die ganz neue. Hallo? Doch. Okay. Ich dachte, es geht automatisch. Oder ist es dann nur, wenn wirklich alle Tröge dann voll, also leer sind? Das kann natürlich auch sein. So. Ach ja, ich wollte ja wegen Wasser gucken. Wasser, 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 Wasser. Haben es noch genügend? Oh ja, ich höre euch ja schon wieder featschen. Eins. Nur eins. Ja, das wird auch noch eine ganz lustige Aktion werden. So, da würde ich sagen, ab geht die Lutz. Ich weiß gar nicht, mit was fahren wir denn da jetzt am besten. Oh, ich habe noch. Moment, Wasser. Nein! Rigoros wird ja alles niedergeknüppelt, was geht. Was ich nicht wehren kann. Zack, hat keine Chance. So. Und dann würde ich sagen, fahr einfach mit dem Weißen jetzt. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt mit dem Pferd an sich ist. Oder ich würde sagen, nee, wir holen erstmal was. Was zum Essen fürs Pferd. Füllen den ganzen Spaß auf. Und dann gehen wir zur Auktion. Ach ja, stimmt, ich hatte ja noch so einen Holzstamm. Da bin ich mal gegen den Baum gefahren und aus purer Verzweiflung und Frustration habe ich ihn dann einfach abgeholzt. Ja, das war dann das Ende von dem Baum. Hallo! Da bin ich mal gespannt, ob die Pferde da jetzt ja auch jeden Tag gefüttert werden müssen. Ob die wirklich dann so drei Getreidesäcke niederknüppeln oder ob die sich das einteilen können. Was natürlich auch voll cool wäre, wenn natürlich das Pferd auch pflegen muss. Ne? Striegeln, Hufe auskratzen, mal waschen. Was gibt es noch? Gut, man muss ja dann auch rein theoretisch Sattelzeug und den ganzen Spaß kaufen. Weiß nicht, ob man dann so einfach mit dazu bekommt. Hier, du hast ein Pferd erworben. Hier, bitte. Das ist das dazugehörige Zaumzeug. Und der Sattel. Ob es farblich zusammenpasst, keine Ahnung. Friss oder stirb. Oh, komm. Schaffst das? Ich glaube. Oh, ich liebe diese Bäume. Ich bin wirklich kein schlechter Autofahrer, aber das macht mich hier alles immer ein bisschen passiv-aggressiv hier. Die
ganze Schoße hier. So, 7. Hallo. So, und dann haben wir hier noch den Spaß. So, jetzt kann ich das Grün auch mal ein bisschen wieder wie ausblenden, sonst ist ja, ja nee, ich wollte schon hier drinnen bleiben, ne? Das war schon mein Wille. So, und dann würde ich sagen, ab zur Auktion. Achso, kann ich? Achso, ach ja. Es war hier ein Metallhühnerkorb, deswegen konnte ich den nicht umnieten. Ach, das waren noch Holzplatten. Gut zu wissen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mich jetzt hier komplett blamiere. So. Neu. Achso, so. Jetzt wollte ich sagen, es ist ja mein Haus. Hausbilanz. Nur kurz gucken. Das muss mir auch gefallen, ne? Das ist so schön. Kann ich nicht ein bisschen warten? Gott, das ist mir alles zu schnell. Ja, ich meine, ich überspringe das, aber... Was nehme ich denn von der Farbe? Das ist schön. Gebot. Umgang. Habe ich mir so ein Pferd gekauft? Ja! Pferdesteuerung. Ruf dein Pferd, indem du es mit Cursor anvisierst und H drückst, um es zu pfeifen. Es wird dir dann folgen. Weitere Informationen zum Pferd findest du im Glossar. Oh, hallo. Boah, ich hatte die Augen an. Ich glaube, das ist richtig, richtig glücklich, dass es mich jetzt hat. Guck mal, ich leuchte dir den Weg. Oh, das ist ja cool. Oh Gott. Muss ich geschifft gedrückt halten? Wie soll ich denn... Ich kann nicht mal das andere Shift drücken. Das ist ja komplett... Ja. Was machen wir denn jetzt? Ein bisschen dunkel, ne? Ja. Dann wirst du schon begrüßt. Dann soll ich dich erstmal zu den anderen stecken. Ich glaube, ich steck dich erstmal zu den Kühen. Ich steck dich erstmal zu denen hier. Da hast du erstmal zu essen, zu trinken. So. Nein! Ey! Also frech! Kann ich? Kann. Oh Gott. Ich will es gern verwalten. Hallo? Hallo? Wo rennst du jetzt hin? Ich möchte gerne. Kann ich denn nicht das. Also ich bin jetzt ein kleines bisschen überfordert, ne, mit der Gesamtsituation hier gerade. So, gut, dann gehen wir halt jetzt mal hier rein. So, dann mache ich das so und dann mache ich hier die Tür zu. So, dann gehst du jetzt bitte mal in deine Box rechts. Nein. 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 Ach so, weil du kannst hier noch raus. Ach, das liegt zu schlafen. Ach, süß. Okay. Nee, okay, dann mache ich Licht aus. Okay, so sehe ich zwar nichts mehr. Ich muss sagen, mit der Fell... Also, das war für mich jetzt... hallo? So, mein erstes Pferd. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. Ich muss das doch dann absatteln können. Ich kann es doch jetzt nicht ganz das Helm mit dem Sattel rumlaufen lassen. Das geht doch gar nicht.
Was soll denn das hier werden? Der Zustände hier in dem Spiel. So, aufstehen. So, wir haben keine Zeit, wir müssen zum Pferd gehen. Ich muss es jetzt hier ein bisschen analysieren, hier die ganze Sache. Das ist schon auf. Ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit reiten. Kann ich hier drüber springen? Ja. Okay. Okay. Das wird so lustig werden, ne? Warst du sowieso damit ab, ne? Ja, nee, ich bitte schreiten. So. Jetzt mach mal den ganzen Spaß noch einmal. Okay. Umgang. Also die Steuerung ist extrem schwierig, weil die einfach so. Ich muss es ja richtig anvisieren und kann gar nicht so richtig lenken mit dem Pferd, um halt mit dem im Galopp zu bleiben. Das geht ja gar nicht. So richtig, also das ist ein bisschen schwierig. So, ich muss kurz gucken im Glossar. Und dann. Okay. Das kann ich jetzt gar nicht so richtig trainieren, mein Pferd. Beziehungsweise den Umgang beim Pferd irgendwie verbessern, oder? So, bestimmt unten zwischen die Ausdaueranzeige, oder? Obwohl mir gefällt, hat jetzt irgendwie die Mähenfarbe nicht, ne? Das jetzt zu verkaufen, das wäre auch wieder richtig asozial, oder? Also voll viel gekostet. Ich will nur mal kurz was gucken. Kann ich das wieder verkaufen? Das tut mir schon trotzdem leid. Ich guck nur mal. Ja, nee, nicht wegrennen. Nein, ich behalte es jetzt einfach. Das ist mein erstes Fetch, behalte es jetzt. Die Mähne macht es ja trotzdem irgendwie einzigartig. Aber hat man schon gemerkt, ich habe ja über 8000 für das Pferd bezahlt. Und jetzt war es noch 792 Dollar wert. Also ein bisschen Schwund ist das schon mit dabei. Und ich würde einfach mal sagen: Hier, Achtung. Stopp. Oh. So, und bleibst du immer hier bei den anderen hier, ne? Würde ich sagen. Ja, nicht das Ferkel jetzt hier. Ja, also die Frage, ist es überhaupt eine Stute? Ist das ein Hengst? Was bist du? Ja, danke. Warte mal, da kann ich ein bisschen näher runter gucken. Nein, okay. Was bist denn du jetzt? Ich will dir natürlich auch eine ordentliche Hand geben. Es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt dir irgendein
männlichen Namen gebe. Oder bist du im Endeffekt eine Stute? Aber im Umgang, ne, das sind ja die Stuten immer ein bisschen schwierig. Das wird schon bestimmt eine Stute sein. Also so. Hast du jetzt, du hast abgeferkelt. Okay, gut. Komm mal her. Kommst du mal bitte her. Ich habe mein Pferd erstmal hier, ne? Bei den anderen. Das kommt dann alles noch. Aber hier habe ich auch kein Problem. Das kann sich jetzt hier am Futterdruck, am Wasserdruck mit bedienen. Das ist kein Problem. Wir sind jetzt wieder hingelaufen. Da hinten steht es, okay. Und das mit der Trainingskoppel, weiß nicht. Das muss ich mir nochmal überlegen. Weil im Endeffekt ist es ja sinnlos, wenn man trotzdem den fertig trainieren kann, aber trotzdem mit Trainingskoppel für 100 Holzplanken und bisschen Metall. Also ich glaube, das war jetzt nur viel Metall. Das war jetzt zum Glück jetzt nicht so eine ganz große Investition, die man tätigen muss. Aber trotzdem ist es ja doof, weil die Holzplanken, die muss man sich ja auch erstmal hier ergattern. Ich meine, klar, man kann die sich kaufen. 8 Holzplanken, ich glaube, für 32 Dollar. Aber trotzdem, wenn man die ja hier haben kann, dann. Also selber kostenlos herstellen kann, dann gibt man ja kein Geld dafür aus. Also bin ich jetzt schon ein kleines bisschen, ja, also nicht enttäuscht, will ich es nicht sagen, oder muss ich mich jetzt noch ein bisschen näher damit beschäftigen? Wie ich das jetzt so am besten handhaben kann, so Ohrenmagen, so. Ich meine, im Glossar, also es würde mich schon ein bisschen mehr freuen, wenn man mehr Interaktionsmöglichkeit mit dem Pferd haben könnte. Guck mal, wie dick die ist. Die ist schon seit 3 Tagen so dick und hat nicht ein einziges Mal abgefüllt. Das ist hier erst, ne? Der Nachzügler. So. Hier benennen. Ist nicht einfach Alessia. Oder? Passt Alessia? Ja, Alessia passt. So, was habe ich dich benannt? Hast du deinen Ohrmagen dran? Nein, Alessia, genau. Sieht für mich aus wie eine Alessia. Du kommst ja nicht mit raus. Brauchst du gar nicht erst, das sind die Gedanken zu formen. So. Jetzt warten wir aber noch, bis hier der Herr richtig, richtig dick ist, damit wir den natürlich dann auch ja, verwenden können. Na, Alessia, wie geht's dir so? Alles tutti-frutti da hinten? Verträgst du dich auch mit allen? So, Futterkrippe füllen, eh alle Tröge füllen, wenn es möglich ist. Nach da hinten rennst. Aber es ist gut, ne? Man hat die weiße Mähne, man weiß immer, wo sie sich befindet. Man muss gar nicht so lange schauen, man kann immer sagen, ah, da hat sie sich versteckt. So, und dann ist die Sache, was machen wir denn jetzt denn noch so Schönes? Gut, wir haben so das erste Pferd gekauft, das ist cool. Aber trotzdem, es ist so eine Sache, die mich jetzt ein kleines bisschen stört. Also ist halt die Tatsache, dass ich halt mein Pferd nicht absatteln kann. So. Das sieht ja, ne, wenn die wirklich auf der Weide sind oder auf der Koppel, ne, dann sieht es ja tausendmal schöner aus, wenn man dann ein Pferd hat, was halt ungesattelt da drauf ist. Ich hatte nämlich noch überlegt, beziehungsweise überlegt, das hatte ich eigentlich vor, mir noch eine Koppel für die Pferde zu bauen, wo die einfach dann, ne, so richtig jetzt können trainieren, dann kommen die auf die Koppel, auf die Weide und dann kommen sie wieder in den Stall, können ein bisschen rumspringen, ein bisschen rumgrasen, die ist das, ne, und jetzt rennt es halt die ganze Zeit umher, so, ne, das wäre natürlich auch cool gewesen, wenn man irgendwie die Animation gehabt hätte, dass es einfach grast, so. Ich meine, klar, Pferde bewegen sich auch relativ oft auf der Koppel, aber ich weiß, so 60% grasen die. So. So, und das mit dem Schweinefleisch mache ich jetzt noch. Aber das würde ich wieder im Off machen mit dem Verarbeiten. Und da muss ich ja mal gucken, weil ich hatte nämlich gedacht zu lesen, gehabt, zu haben, dass man auch mit seinem Pferd auf Trainings- bzw. Parcours, also dass man auch mit seinem Pferd Geld verdienen kann, indem es halt Wettbewerbe gewinnt. Oh. Warum ist halt gleich so? Ich habe ja eh Platz. So, dann machen wir das hier einmal und dann machen wir hier draußen noch eine Frikadelle.
So. Und dann hier rein, genau. So. Und wie gesagt, jetzt würde ich an dem Off noch ein bisschen mitmachen. Und Alicia, wie geht's dir? Ja. So, ich könnte natürlich das mit der Ausrede, aber das mit der Steuerung ist auch schon ein bisschen nervig. Also, beziehungsweise, ich kann zwar nach, ne, nach rechts lenken, das ist schön, aber. Warte, nach rechts ist nur. Ach so, ich muss gar nicht gedrückt halten. Ah doch, ich muss doch schon. Muss. Aber ich kann ja gar nicht A so lange drücken. Das ist ja. Wie soll denn das funktionieren? Das hat's nicht wohl. Ich meine, es ist trotzdem, ne, eine schöne Pferdeanimation und da gibt es ja wesentlich schlechtere Pferdeanimationen ins Spiel. Ne? Da ist es ja doch schon relativ realitätsneutral, genau. Ja, gut, das ist eher weniger, ne? Aber es bewegt sich schön. Der Schweif ist auch schön. Bei manchen, ne, die haben ja dann nur so einen Durchmesser von, keine Ahnung, 2 cm vom Schweif her. Und es ist auch schön. So vom Schweif, Bubbes. Der Übergang ist auch schön. Gut, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu groß für das Pferd, oder? Kann es das sein, dass ich für das arme Ding ein bisschen zu groß bin? Aber was hat denn das da unten zu tun? So, wenn ich jetzt hier. Warte, nein, okay, das fühlt sich jetzt nicht aus. Na gut, ich sag mal so, Galopp ist ein bisschen schwierig, also die Hinterhufe von der Animation her, aber. Na, man soll sich ja nicht beschweren. Hauptsache, es gibt Pferde. Und man reitet dagegen. Baum. Aber trotzdem, von der Seite sieht der Galopp sehr schön aus. Oh, ja. Oder ist es da unten die Trainingseinheit? Aber es ist schön schnell, ne? Aber was natürlich auch cool wäre, wenn man es anbinden könnte irgendwo, ne? Man, dass man jetzt zum Beispiel hier ist. Man könnte sagen, alles klar, ich binde dich an. Wartest bitte mal kurz hier. Warten, nicht ohne mich gehen. Kann ich mir jetzt einen Laptop kaufen? Ich glaube nicht, ne? Nicht verfügbar. Oh, ich krieg die Krise. Ich will unbedingt einen Laptop haben. Alessia, bleib hier! Was passiert denn eigentlich, wenn ich mit meinem Pferd? Oder wenn ich mit, also wenn ich einen Bären treffe oder einen Wolf, so, ne? Ich meine, es sind ja Fluchttiere, Pferde. Das heißt, rein theoretisch wären wir am Arsch und ich müsste gucken, wie ich mein Pferd jetzt hier. Ja. Barbenklops, okay. Ja, wie ich mein Pferd schnell weg von der Situation kriege. Und Barbenklops, okay. Warte mal. Das hier oben hatten wir doch auch noch nicht. Moment. Alessia? Los. Gehen jetzt mal kurz das Schüppel hier hoch. Ich glaube, waren wir da oben schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war auch jetzt nicht im Off irgendwie dort oben. Ich sehe was. Es hat gerade unten hat sich irgendwas bewegt. So ein Dudum. Also Tab. So, jetzt machen wir das noch einmal. Doch, hier waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, Tatsache. Huch. Ich gehe mal kurz mal bitte hier stehen. Stimmt, genau. Hier war ja die eine Schallplatte, ne? Ja, okay, hier also waren wir doch schon mal. Alles, wo bist du jetzt? Da bist du. Sieht es dort hinten aus? Ja, okay.
Gut, dann würde ich sagen, reit mal wieder zurück. Ich meine, es war mal ein kleiner netter Ausritt. Ich weiß zwar nicht genau, was da unten die Anzeige zu bedeuten hat. Ich gehe einfach nur stark davon aus, dass es so eine Verbesserungsanzeige ist, dass je länger man mit dem Pferd vielleicht auf diese Geschwindigkeit reitet, desto mehr Ausdauer bekommt es. Vielleicht ist auch der Umgang dann ein bisschen besser mit dem Pferd. Hier wieder ein Plus, so. Aber es hat trotzdem relativ wenig vom Plus her, ne? Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn das ein bisschen schneller ins Plus geraten würde, beziehungsweise der Bereich der Verbesserung größer wäre. Oh Gott. Okay. Bei anderen Spielen, ja, wäre schon fett gepflogen. Ja, okay, alles klar, ich hab's verstanden, alles gut. So, Geschwindigkeit, Umgang, Gesundheit. Okay, Springen gibt's da gar nicht. So, aber da haben wir alles ja einen schönen Ausritt erstmal gemacht. Wir haben es kennengelernt. Überhaupt gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie der andere tickt. Ich weiß nur, du bist vom Umgang her Mittelmaß. Also gibt es wahrscheinlich schlimmere Pferde, die gar nicht auf den Reiter hören. So, jetzt müssen wir halt nur wieder zurückkommen, ne? Zack, zack, zack. Und das sind wir schon wieder. Und alle, da sind wir wieder. Und den Pferd gibt es auch noch. Wasser habt ihr noch, Essen habt ihr auch noch. Und du bist nicht schwanger. Mein Gott, was ist denn hier los? Leute, ran. Ran an die Sau. So, und was bist du? Du bist, das sieht schon echt niedlich aus, ne? Oh. Die sind immer noch schwanger. Ey, guck mal, die passt schon gar nicht mehr so richtig da durch. Ach, und die sind jetzt auch ausgewachsen. Was seid denn ihr? Nochmal eine Kuh. Eieiei. Eieiei, das sind ja Zustände. Alles ja, ne? Ich sag's dir. Ich sag es dir. Das gibt's gar nicht. Aber das ist schon trotzdem schön. Ich weiß gar nicht, warum ich dich am Anfang wieder zurückgeben wollte. Mein kleiner süßer Sunshine. So, ja, gut. Ich würde einfach mal sagen, in der nächsten Folge weiß ich schon gar nicht so richtig, was wir da machen. Höchstwahrscheinlich die Pferdescheune dann bauen. Zu Ende bauen, beziehungsweise, ja, Fleisch produzieren, Fleisch verarbeiten. Bei den Hühnern muss ich auch mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. Mit den Hühnern, gut, bei den Hühnern könnte man natürlich jetzt mal den Umriss planen, damit wir halt dann diese Abgrenzung haben. Und dann können die sich ja vermehren, wie sie lustig sind. Das ist mir dann auch egal. Hauptsache, ich kann dann noch ein bisschen Geld mit denen verdienen. Und dann müssen wir mal gucken. Ich habe nicht überlegt, noch so eine Art Carport zu bauen für meine halt, ne? Zwei Fahrzeuge, aber es sollen natürlich ein bisschen mehr kommen. Und da hat er auch überlegt, mir nochmal ein zweites Haus zu bauen wegen der Reifekammer. Klar, ich könnte jetzt diese Vorratskammern mir bauen, aber das ist, ich habe halt zu wenig Platz, wenn ich das in diesem einem Gebäude belassen will. Und ich brauche natürlich auch noch einen Herd mit den zwei Töpfen, wenn wir dann wirklich einmal so viele Kühe haben, wo ich dann gefühlt 5 Minuten warten muss, ehe ich dann die komplette Milchkanne oder die Milchkannen vollständig ja, entleert habe. Deswegen würde ich mir auch irgendwann noch ein zweites Haus bauen. Muss ich mal gucken, welche Art von Haus es dann im Endeffekt sein wird. Aber ihr werdet hoffentlich mit dabei sein, wenn es dann alles so Schritt für Schritt dann von mir ja, erstellt wird. Ich meine, wenn man bedenkt, wie es angefangen hat und wie weit wir jetzt schon sind, mehr oder weniger nach knapp vielleicht 32 Folgen, 33 Folgen, ist es doch schon, ja, eine gute Entwicklung gewesen. Ah, oh, guck mal, da kann ich die sogar noch angucken. Was machen die denn da? Oh, ein Pferd ist. Obwohl, das sehe ich irgendwas Weißes dort im Hintergrund. Das könnte natürlich auch sein. Ah, nee, da kommen sie. Ach, da ist sie ja. Ach, Mensch. Okay, ja, gut. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.